Herzlich willkommen zur 169. Folge des Basic Trash mit Felix. Oh. Guten Tag. Echt alles schlecht so ungefähr, dass ich Anlagen habe von Ressourcen, die wir bei weitem halt nicht in den Mengen verbrauchen, die ich aber bräuchte für meine Steine so ungefähr, weil meine Steinfelder sich jetzt echt in Grenzen halten so ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch ein Steinfeld aufgedeckt habe, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Oh doch, ich habe noch 300.000 Steine da unten. Das ist schön. Wir haben 300.000 Steine. Respekt. Ja, aber das Problem ist, dass mein Steinfeld ist noch übertrieben, ist klein. Noch größeren Respekt. Du hörst doch auch, wie sehr ich mich darüber freue, wie groß meine Felder sind. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ich höre sogar die Freudensprünge bis hierher. Ich bin mir nur noch nicht so 100% sicher, was ich jetzt tun soll. Also das Problem ist, ich kann theoretisch gesehen sagen, okay, ich habe eh genug Eisenerz, bekomme ich ja sogar noch unendlich mehr oder weniger beim Kernerz mit raus. Ich mache einfach einen auf, ich zerschieße die Stahlkisten meinem Kryonitzeug zeitweise immer und setze sie dann neu. Problem an der Geschichte ist halt bloß, wohl oder übel, dass ich dann da das Problem bekommen werde, dass ich auch Munition herstellen darf aus Eisenplatten. Weil ich einfach keine Munition mehr habe. Ich habe alle 200 Schuss, die ich mir hochgenommen habe, weggeschossen. Schon. Und das Problem daran ist halt, dass ich dann theoretisch gesehen noch Stahl mit dem meinen Main Bus in irgendeiner Hinsicht liefern. Ah, ne, kann ich auch gleich verklauen von da vorne. Alles gut, hab schon Lösung gefunden. Hab ich überhaupt noch gelbe Montagemaschinen? Wow, ich hab noch eine gelbe Montagemaschine auf dem ganzen Planeten. Respekt. Finde ich super von dir. Ich habe das traurige Gefühl, es ist fast einfacher zu sagen, dann renne ich mal hin und craft mir die ganze Scheiße selber so ungefähr. Weil ich sagen muss, Munition ist gar nicht so ein schlechter Verbraucher, was Eisenplatten und so angeht, eigentlich. Ich meine, du brauchst für eine gelbe Munition mit 10 Schuss, brauchst du 4 Eisenplatten. Dann kannst du die nochmal aufcraften, um dann halt mehr Schaden zu machen, theoretisch gesehen. Mit einem Stahl und 5 Kupferplatten. Und dann kannst du dann nochmal theoretisch gesehen Uran draufpacken, um noch mit Munition sozusagen, um noch mehr Schaden zu machen. Aber das Uran wird dann Overkill sein, weil es dann wieder nicht mehr ressourcenfreundlich ist, sozusagen. Weil Uran einfach nicht so oft vorkommt, so ungefähr, aktuell zumindest. Na, viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, ich habe groß genug Erzfelder theoretisch gesehen, eigentlich sogar, relativ sogar. Zumindest habe ich jetzt, glaube ich, knapp 1 Million aufgedeckt aktuell auf der Karte. Ticken mehr, glaube ich, sogar. Und dann bekommt man ja noch ein bisschen passiv nebenbei raus bei Kernerz. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe langsam wieder bei Kernerz das tolle Problem, dass Eisen verläuft. Also Erz. So, habe ich den Kolossalen Massenaufruf eigentlich verpennt oder
kommt ja nochmal irgendwann. Kolossaler Massenausruhung. Kann natürlich sein, dass der war, als ich wieder reingeladen habe ins Spiel, so ungefähr oder sowas. Zwischen Folgen oder sowas, oder zwischen Aufnahmesessions besser gesagt. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine kolossale Massenausruhung jetzt hier hatte. Zumindest wüsste ich, wenn nicht wann. Warning, coronal mass ejection healing from Rotzko. Estimated defense requires 0,29 GW peak power, 200 in 16 Stunden, 26 Minuten und 38 Sekunden. Ach, das dauert noch Ewigkeiten, okay. Ja. So, 2-3 Minuten dauert es noch. Habe ich irgendein Kryonit-Erzfeld, was weg muss ganz schnell. Mir ist mal aufgefallen, eigentlich sind alle meine Kryonit-Erzfelder gar nicht so schlimm von der Position her, wo sie stehen. Ich habe drei, die einen Block halt blockieren, dass ich da nicht so wirklich was reinbauen kann. Dann habe ich noch halt noch so ein oder zwei, die theoretisch gesehen, wenn ich sie weghaben würde, dafür sorgen würden, dass ich Zugstrecken zumindest da lang bauen könnte. Wobei ich das nicht mehr unbedingt brauche. Und ansonsten. Ja. Okay. Stehen mir teilweise die Ölfilter mehr im Weg als die. Das war schon wieder mit Öl. Oh, Mann, ey. Öl. Hier scheint Öl ein deutlich größeres Problem zu machen als mir, vom Gefühl her zumindest. Ja, definitiv. Falsches Fenster. Gut, ich fördere aber auch nur, keine Ahnung, 100 Öl pro Minute. Ach, guck mal, ich baue hier vorne auch schon Beryl ab. Okay. So wird ein Schuh draus. Alles klar. Also bauen wir da den Füll und ich mache hier den Füll. Also ungünstiger kann das Ölfeld doch gar nicht stehen, oder? Von dir. Wieso? Na, mitten im Block. Also da kannst du ja nicht mal... Ich finde das besser. Ja, das ist aber auch die Zugstrecke echt schlecht geplant, muss ich zugeben. Ja. Ja, vor allem, weil, warte. Das finde ich dann noch viel besser danach. Ja, es ist halt mitten in der Kreuzung, das ist das größere Problem an der ganzen Geschichte, ne? Richtig, das ist auch irgendwie leicht un... Wobei ich sagen muss, du kannst, wenn du es in Anführungsstrichen vernünftig aufbaust, zumindest die Strecke zu bauen, dass du da noch einen Zug durchkommst, aber die restlichen sehen jetzt irgendwie nicht so erfolgreich aus, aber kannst halt theoretisch gesehen einfach eine kleine Kurve da einbauen, ne? Ja, aber ich sage mal, dadurch, dass der Ölfeld eh da mittendrin ist, ist der Block eh mehr oder weniger schlecht. Ja, aber damit die Züge wenigstens dann noch vorbeifahren können und nicht Umwege fahren wie sonst was. Also, weil sonst kannst du die Strecke ja sowieso wegreißen und da was weiß ja, ich. Das ist das gleiche Spiel mit da. Da müsste man sowieso mal gucken, ob man dann da mal irgendeine Waffe baut und mal guckt, ob man die wegbekommt, wenn sie besiegt, da drinnen die Viecher. Richtig, aber meine Güte, ist halt so. Dann deswegen, ich mache mir da nicht gar keine Gedanken drüber.
Was musst du jetzt alles noch bei dir machen, bis du sagst, wir können Sachen von dir exportieren? Strom. Ich brauche eine vernünftige Stromversorgung. Ich meine, gut, exportieren können wir auch so schon. Da kann ich jetzt einfach eine Anlage hinbauen, die das Zeug anfangen groß zu schießen. Das Hast könnten wir jetzt schon machen. du denn schon Sprengstoff und so aufgebaut? Nein. Gibt ein bisschen das Problem mit Öl. Frage ist dann aber auch wiederum, wenn wir bei dir so ein großes Problem haben, wie wir das am besten dann regeln, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir noch von irgendwo her. Ich meine, warte mal, was geht in so ein Dings rein? Eine Rakete oder in diese. Ja, in so eine Rakete. Da gehen rein 500. So, das heißt, wir kriegen da 5000 Fässer Dings rein, mal jeweils 50, glaube ich, in einem Fass rein. Ne? Ja. Das heißt, wir könnten mit einer Rakete rund 250.000 Liter Scheiße. Naja, aber du kannst theoretisch gesehen ja auch schon fertige Sachen hochschicken, so wenn du nicht gerade die Flüssigkeit brauchst, so ungefähr. Dann kannst du dich halt entlasten, was Schwefel angeht, du kannst dich entlasten, was Plastik angeht. Festbrennstoff und Raketentreibstoff kannst du auch hochschicken. Wobei die Frage ist, wie platzeffizient das wäre. Aber könnte man halt theoretisch gesehen immer ausrechnen, wie platzeffizient jedes Item ist, so ungefähr, und dann gucken halt, auch erstmal gucken, was du brauchst am meisten, so ungefähr. Und daran Na das gut, dann wird Investment. ja so Schweröl machst du ja Leichtöl. Aus Leichtöl machst du ja Flüssiggas. Also wird wahrscheinlich Schweröl das sein, was am meisten Sinn macht. Schätze ich jetzt mal so ganz grob. Natürlich sein, ich weiß es aber nicht auswendig. Gut, ich sage mal so, mein Ölproblem ist halt im Moment hausgemacht, weil ich gerade massiv viel Schwefelsäure verbrate wegen den Akkus. Wenn die Akkus jetzt gleich erstmal irgendwann demnächst in so 80, 90 Folgen mal vollgelaufen sind, dann werde ich auch ein deutlich geringeres Ölproblem haben. So, ich sage mal, die beiden Dings da unten machen, der Zug haut sich da voll mit ungefähr 170, 180 Liter pro Sekunde. So, wenn ich jetzt hier oben das Ölfeld noch ranbekomme, wenn die dann irgendwann mal das Ölfeld mit ranbekommen und das Ölfeld mit, aber dazu brauchte ich halt erstmal massiv viele massiv viele. Wie heißt es denn, Mensch? Ja, Teile, Geräte. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir fällt auch noch aber nicht ein. Schaltkreise, rote. Hast du einen 1 auf 4 Verteiler? Theoretisch gesehen ja, aber es ist eigentlich nur Teiler hinter zwei Teilern, so ungefähr. Achso, also grundsätzlich würde ich sagen, ich aktiv machen brauche ich eigentlich nur noch zwei Sachen jetzt bei mir, so grob auf dem Planeten. Und dann habe ich halt nur noch das Problem, dass ich gewisse Sachen nicht mehr verbrauche. In Mengen halt. Und ich halt gewisse Sachen auch noch managen muss, vermutlich einigermaßen mittelaktiv, so ungefähr. ja gut, aber das ist ja nicht mehr so ganz so ein großes Problem. Das kann man jetzt mit unterwegs machen. Naja, geht, ne? Aber ja, einigermaßen zumindest. Ja, so halbwegs.
Wo ist mein Links jetzt hin? Da. Wieso sind die Zug? So, das heißt, ich bräuchte den hier, den da. Das heißt, der hier. So, du dann noch Lager. Ah, Zug, fahr mich nicht über hier, danke. Das habe ich keine. Was sind das für Kisten? Das sind Stahlkisten. Scheiße. Ja, ich wollte noch mal ein paar Stahlkisten. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich die Zug halt schön ausgemacht habe, weil man sieht ja gar nichts. Das ist doch wundervoll, dass du es wenigstens bemerkst. Morozko braucht Stahlkisten. Warum braucht Morozko Stahlkisten? Weil Felix Stahlkisten zerschossen hat. Oh ja, hat keine Stahlkisten mehr. Wo ist denn mein Stahlschmelzer? Ach so, die hat kein Eisen mehr. Das ist doch wundervoll. Wo ist meine Eisenschmelze? Ich glaube, das bist du. Nee, das war die falsche. Das sind diese hier. Schön in die Stromanlage reingeballert. Sauber, ey. Es wäre doch aber auch nur schlimm, wenn du jetzt da durch was kaputt gekriegt hättest. Und die da was produzieren würdest. Das ist ja der Vorteil. So, ich bin mal gespannt. Du fährst jetzt hier runter, fährst da runter und du kommst sogar dann von der richtigen Seite rein, ne? Was braucht eine rote Schaltkreise noch? Ach, grüne Schaltkreise auch noch. Das ist super. Ja.
Für was wollte ich jetzt die roten Schaltkreise bauen? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube für Roboterhangare. Ich glaube ja. Haha, dafür brauche ich Beton und Stahlträger und elektrische Motoren. So, das heißt, du brauchst in 4 in 6 Sekunden, das heißt 0,66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt mal 6 ist gleich das. Und mal 3,25 ist gleich das. 13 pro Sekunde. Du machst 1 paar. Das Problem ist, dass ich auf meinem Planeten eigentlich deutlich mehr Vulkanitblöcke bräuchte, einfach nur um die zum Beispiel für Ziegelsteine zu verwenden, um halt da mehr aus meinem Stein zu bekommen. Ja. Aber das ist halt auch nur so eine zeitweise Sache und ich müsste meine ganze Schmelze umbauen. Ja, aber es wäre dann zumindest mal ein bisschen was da. Auch wenn es halt nur zeitweise ist. Ja, aber ich müsste alles umbauen. Du musst nur einfach eine kleine Dings reinbasteln. Ein Zwischensprint, hätte ich es fast gesagt. Ach so, warte mal, auf die können wir das ja nicht legen. Ne? Nicht Kacke. Da muss dann drauf Plastik und grüne Schaltkreise. Das war ja viel Scheiße im Inventar, aber egal.
Na, wir sind aber leider am Ende der Folge angekommen. Sagt wer? Ich. Und ich bin der Master of Time oder so ähnlich. Der ein bisschen verpennt zwar schon hat, aber das ist egal. Und wer hört auf den? Ja, ich. Dann ist ja gut. Dann hat das ja nichts mit mir zu tun. Also geht's weiter. War klar. Dann kriege ich nämlich meine Scheiße noch schnell fertig. So, alles klar, dann können wir Feier machen. Bist du dir da sicher? Nee, aber können wir ein bisschen anfangen. Okay. Hau uns rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.